Und ich bin wieder zurück. Es geht in die epische 18. Angriffswelle. Und ich glaube, die... Ja. Also, jetzt glaube ich, habe ich eine gute Strategie herausgefunden, wie wir das schaffen können. 23 Gegner sind nicht so viel. Wahrscheinlich sind es einfach sehr schwierige. Gut. Also, wir brauchen hier zwei imperiale Gardisten. Die auf dem Leben. Wie viel kostet das nochmal? 12.000. Komisch, warum hat er bloß so viel und die haben nur 12.000? Macht ja auch nichts. Die müssen einfach saugut sein. Ja, so sollte gehen. Und hier belasse ich mal noch meine Strategie. Aber werde noch einen besseren Feuermagier machen. Und zwar genau hier. Ich hoffe, da hatten. Der hat. Okay, da hat jetzt wirklich einen anständigen Radius. Gut, das ist schon gut. Gut, dann dich da. Noch einmal in der Gesundheit. So, jetzt lassen wir es. Ah, jetzt können wir gar nicht mehr. Okay. Ich weiß, dass dies. Ja, ich hab's gewusst. Die sind jetzt sehr schnell. Und ja, und das gibt noch jetzt ein Gemetzel. Ich freue mich schon. Gut, wie viel können jetzt die Charakterattacken Schaden machen? Gut, die können so eine töten. Vorher versuche ich aber erst noch mit meinen Superkriegern auszukommen. Achtung, einen von denen muss ich sicher töten. Gut, beide tot. Ach gut. Immer gerne. Hups. Scheiße. Gut, da kommen sie jetzt mit einfachen Einheiten. Nur scheint es so, dass der da hier noch was auf Lager hat. Dass die da hier sterben. Aha, weggeheilt. Gut, das kommt jetzt nicht ganz billig, die alle zu revive. Ja, das war nicht billig. Und sie dringen ein, aber nur als Priester und so. Können uns bekanntlich keinen Schaden machen. Gut, noch 10 Gegner. 8 Gegner. Können Elite-Krieger sein oder Mumien. Ja, so Eisenmumien. Da wird eine von mir gerade runtergemacht. Da, normale Mumien. Wieder eine Runde gemacht. Und wieder eine Runde gemacht. Und ich rede einfach so weiter. Noch ein! Komm doch. Das ist eine Sau. Scheiße. Gut, er hat schon ziemlich viel mehr. Nichts, was wir nicht schaffen können. Aber was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Und jetzt sind sie natürlich aufgeladen. Gut. Okay. Ganz ruhig. Das wird gar nicht gleich. Ziemlich nicht. Das ab könnte ich mir jetzt noch leisten, dass es auch gut ist. Und genauso wie das ab. Ja, so lasse ich es mal. Dann haben wir hier zwei praktisch unbesiegbare Krieger. Ich sagte dann praktisch unbesiegbar, nicht unbesiegbar.
Gut, die haben 22.800. Das ist nicht... Nein! Bin ich gleich. Oh, 41 Gegner, das heißt, es wird sehr lange dauern. Hier schlägt sich dieser noch so zwei. Ich glaube gezielt. Nein, dass. Ja, ich glaube gezielt, dass ich das mache. Ups, mein Superkrieger. Und küssen den nur so wenig zum Heilen. Wenig ist vielleicht nicht gerade der richtige Ausdruck. Ich kann die Musik schon auswendig. Aber ich sollte mich jetzt nicht über so Gelassenheit wie Musik ausreden. Blablabla. Autsch. Aha. Blechmumie kaputt. Ups. Wie viel haben die eigentlich? 8000. Und 1200 in der Stärke. Das ist nicht gleich, ja. Ups, da sind ein paar schwer verletzt. Ziemlich sehr auf das Schlachtgetümmel. Ups. Noch 19. Ich muss den Ton kurz leiser stellen. Nein, das mache ich jetzt nicht. Ich lass einfach mal so und ja, gut. Naja, jetzt muss ich mal sehen, wie ich da weiterkomme. Oh Gott. Da werde ich wohl was einsetzen. Aha, die ersten Gegner dringen ein. In die Hauptstadt, in das Blablabla, in das... Sowieso. Und ich habe sau wenig Geld. Wie viel würde es eigentlich kosten, wenn ich so einen verkaufe? 30.000, gut. Das heißt, so einen verkaufen. Und die Heilungskräfte für Sword of One sind sichergestellt. Ihr verdammten Idioten. Noch drei Gegner, kommt schon. Scheiße. Gut. Also, Leute, ich mache hier kurz Schnitt. Hi, Leute, ich bin's wieder bei Angriffswelle 20. Ja, der Moment muss ernst werden. Okay, ich hoffe jetzt wirklich, dass... Naja. Feuermagier. Wir machen 2000 Damage. Nichts, was unser super Feuermagier nicht schaffen könnte. Wir haben aber auch 6000 Leben und das ist schlecht. So
es kommt sicher irgend so ein Dämon. Wie viel hat der? Wie ihr seht, habe ich die äußeren Beine noch kurz geupt. Gut, die haben 22.740. Ihnen aber auch schon Highscore. Nice, kommen sie mit dem Nekromanten, um uns zu irgendwie verlangsamen. Ja, das tun sie, weil... Verdammt, irgendjemand sollte sich wirklich um ihn kümmern. Nun ja. Alles in Zeit. Und jetzt kommen die schnellsten. Ups. Oh nein. Das. Oh nein. 6400. Ja. Upsala. Das ist der Boss. Papara, papara, papara. Der macht 10.000 Damage. Wie viel mal würde Sordahorn das aushalten? Das heißt, er erhaltet 3 Schläge aus, dann muss ich ihn immer wieder heilen. Ich weiß nicht, wie viel es kostet, ihn zu heilen. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich hier schon viel Leben wegnehmen kann. Ich gehe jetzt nochmal ab. Ja, das werde ich. Und ich hoffe, es kommen keine Bossgegner. Also alle Konzentration hier auf dem Boss. Gut. Zuerst versuche ich es mal hier, dass er schon ziemlich wenig Leben hat. Ich sollte mich wirklich auf den Boss widmen, weil hier scheint es keine Probleme zu geben. Es ist wieder ein Skorpion-Boss. Ich habe es gewusst. Und daher mache ich jetzt mal weiter. Blablabla. Okay. Ich habe wenig Geld. Scheiße. Gut, ich warte noch, bis die Skorpion erledigt haben. Und ja. Gut. Es sind nur noch 2 Gegner über euch und das sind die hier. Gut, jetzt wird verkauft. So, oh, das sollte eigentlich rein. Jetzt kann mir so ziemlich nichts mehr den Tag versauen. Okay, das mache ich noch, damit er sehr viel Leben wegnimmt. Vielleicht könnte ich es sogar mit dem Gratis da schaffen. Ja, es sieht so aus. Sieg! Sieg, Leute! Ja! Yeah. Okay, auch dieses Level wurde gemeistert von 9 Magic 8. Ja. Gut, dann habe ich das geschafft. Und werde dann, ja, das letzte Level irgendwann noch. Okay, Leute, dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.